Moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play Alles 17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map hier in der Version 2.1 ohne Gräben. Wir sind hier gerade beim Lagerhaus und holen uns hier gerade mal Kuchen ab, weil McDonald's möchte Kuchen haben. Und ja, sollen sie kriegen. Wir haben auch noch Kuchen bei der Bäckerei, glaube ich. Mal gucken, ob ich hier noch, ob ich Fleisch hier eingelagert habe, weil Fleisch will McDonald's auch haben. Boah, 43 Paletten. Der Kracher. Holen wir uns erstmal alles hier raus. Hier, wie es geht. Ist mir dann auch völlig egal. Wie viel da geht? Weil, ne? Kann ja erstmal Geld verdienen hiermit. Ach, da steht noch eine Palette Fleisch. Na, dann muss ich ja nochmal ein Stück weiter vorfahren. So. Dann holen wir uns hier noch mehr Fleisch raus. Wir haben, glaube ich, auch noch Fleisch beim Schlachter. Ja, jetzt muss ich natürlich immer, das ist ein bisschen schade. Habe. Wie viel Platz habe ich hier noch? Da sind 8 drauf, das heißt 12 passen da noch hin. Den. Zack. Und 2. Ups. 4 Stück. Ja, passt. So, dann wollen wir McDonald's erstmal dicht machen, was das angeht. Und wollen den erstmal richtig Zeugs bringen. Die sollen erstmal richtig Kohle abplatzen. So, bei dem McDonald's-Schild, da stimmt das Seitenverhältnis nicht. Ist euch schon mal aufgefallen? Jetzt jammern auf hohem Niveau, aber ich bin der Meinung, das ist gestaucht. Also. Ja, fahren wir da andersrum ran. Nein, das macht ja nichts. Bin
können ja rückwärts ranfahren. Nein, wenn wir eins richtig gut können, dann ist das rückwärts fahren. Kleiner Scherz am Rande. Wie sieht's hier denn aus? Ja, gar nicht so viel. Das kann auch noch. Können aber auch. Könnte sein, dass da keine Tiere mehr sind. Also keine toten Tiere. Muss man dann mal gucken. So. Brauchen wir Mehl? Oder haben wir hier noch Mehl? Hier ist Mehl. Ohne Ende. Ohne Ende. Hier werden wir auf jeden Fall auch nach der Ernte von Feld 45 richtig zu tun haben. Ich fahre mal hier eben quer durch. Ich weiß, das schickt sich nicht. Ist mir aber jetzt gerade mal egal. Und sehe mal zu, dass ich hier vorne Mehl loswerde. Alles leer geworden. Das ist doch schön. So. Jetzt holen wir uns hier Brot weg. Der alte Trick. Zack. Das fahren wir einmal im Kreis, damit das hier wir vernünftig vorfahren können. Das sieht ja sonst nicht aus. Wofür sind da eigentlich die Teile? Warten wir mal, bis er die verschiebt. Ah, Mist. Naja, egal.
haben wir eh alles zum Hof. Zum Lager, meine ich. Sei denn, irgendwo gibt es jetzt für Brot oder Backwaren Höchstpreise. Kuchen, ja, ist immer noch McDonald's. Das können wir gleich machen. Nö. Backwaren bei Edeka. Ein guter Preis, aber egal. Das fahren wir jetzt erstmal alles ins Lager. Ums Verkaufen können wir uns dann nach der Ernte kümmern. Also so in 3 Monaten oder so. Ne, keine Ahnung. Schauen wir mal. Achso, was ich jetzt mal gerne ausprobieren möchte ist, abladen auf dem Dingens, dann geht er nämlich in die Knie. Jetzt haben die nämlich auch erst wirklich... Ah! Krass, mir wird da jetzt was angezeichnet, wie völliger Quatsch. Nö. Wird mir nicht völliger Quatsch. Verstehe. Jetzt wird mir angezeigt, dass der praktisch wirklich geladen hat. In dem Füllstand. Nicht so schlecht. Aber dafür kann ich jetzt... Jetzt fährt er auch kaum noch. Weil jetzt nämlich richtig schwer zu schleppen hat, weil jetzt erst die Physik gilt. Jetzt kippt er auch schnell zur Seite. Wie man sieht. Weil er jetzt eigentlich überladen ist. Fährt kaum noch. Liegt jetzt daran, dass der jetzt wirklich nicht per URL, sondern so, wenn ich jetzt URL wieder einschalte, auf vorne, dann ist er nämlich auf einmal, wird mir kein Füllstand da unten mehr angezeigt, aber er kippt auch nicht mehr. Okay, so langsam verstehe ich URL. So, ja. Aber weiter, nochmal eben. Aha. Einmal zur Bäckerei und noch einmal zu McDonald's. Das wäre dann natürlich auch realistisch, allerdings, dass er dann so schnell kippt, ist natürlich dann suboptimal. Den Kuchen bringen wir da noch mal hin. Und hier wird fleißig weiter produziert. Ich setze mal die Uhrzeit mal auf mal 5. Dann geht's etwas schneller. Einfach mal hingeplatzt. Ich muss mal zusehen, dass ich hier noch rauskomme. Großen Erdbeershake bitte. Danke. So. Liebe Leute, ihr werdet es gleich hören.
auch die Mittwochsausgabe ist es schon, oder? Muss ich mal eben nachgucken. Ja, auch die Mittwochsausgabe neigt sich dem Ende. Und ich danke euch fürs Zuschauen, für Likes, Kommentare, Abos, Wünsche zum Transportpack oder auch zum Zwischenlager gerne in die entsprechenden Mod-Vorstellungsvideos. Dann kann ich die da ein bisschen sammeln oder eben bei der Alice Mod Company als Kommentar mit zu den Downloads. Wir sind hier auf jeden Fall jetzt erstmal fertig. Ich stelle den Wagen jetzt hier ab und ich bedanke mich bei euch und sage ciao.